Let's mitmachen, Teil 4. Heute werde ich den Wein abziehen und außerdem habe ich meinen Hydrometer besorgt, mit dem ich einmal den Alkoholgehalt messen möchte. Wie das geht, wenn ihr dranbleibt. So sieht der Gärballon jetzt aus. Hier ganz unten, dort seht ihr, dass sich die Hefe und das Mehl abgesetzt haben. Abziehen werde ich den Wein mit einem Schlauch, dafür habe ich einen zweiten Gärballon, jetzt zeige ich euch hier nach. Und mit dem Schlauch werde ich den Wein von oben nach unten abziehen und in einen zweiten Gärballon umfüllen, sodass unten das Mehl in diesem Ballon überbleibt und das werde ich dann wegkippen. So, hier habe ich meinen zweiten Gärballon, den stelle ich schon mal runter auf den Boden. Hier ist der Metwein, den möchte ich jetzt nicht ganz so viel bewegen, damit sich auch der Sud nicht jetzt löst, sondern schön auf dem Boden bleibt. Ja, hier habe ich ein Behältnis, wo nachher Wein rein soll und hier ist das Hydrometer, das wird hier reingeschoben und dann pendelt sich das langsam ein, das kann man dreimal messen und dann kriegt man einen Alkoholwert raus. Ja, was brauche ich noch? Diesen Schlauch habe ich, den habe ich mir zusammengeklebt, weil ich nur zwei kurze Stücke hatte. Der ist natürlich auch ausgespült wie alles andere wieder. Den werde ich gleich rein und dann werde ich mal schauen, dass ich möglichst den Wein hier in dem Schlauch relativ hoch bekomme, dass der nachher auch runterläuft. Ich habe nämlich leider keinen Ansaugpumpe oder ähnliches und da muss ich mal schauen, wie gut das jetzt gleich funktioniert. Ja, zu sagen noch, die Gärung hat aufgehört, also die Bläschen sind nicht mehr aufgestiegen, keine Kohlensäure mehr, die entsteht. Und ja, von daher wird die Alkoholbildung abgeschlossen sein und ja, jetzt fange ich an, den Wein zu klären. Der ist jetzt noch sehr dunkel und das wird jetzt immer heller, also auch diesen Vorgang werde ich mehrfach wiederholen. So, den Schlauch habe ich jetzt einmal mit klarem Wasser gefüllt, weil ich keine Pumpe habe, mit dem ich das hier ansaugen kann. Die eine Seite halte ich zu, die andere schiebe ich jetzt hier in den... in den Gärballon rein und jetzt läuft es durch die Höhenwirkung. Ja, hier jetzt zu sehen, der Schlauch ist hier drin, hängt jetzt noch nicht ganz so tief. Hier wird es angesaugt und dann geht es durch den Schlauch runter in den anderen Gärballon. Das wird jetzt erstmal eine ganze Zeit laufen, ja, und dann geht es gleich mal weiter. Ja, während im Hintergrund der Wein noch durch den Schlauch in den anderen Gärballon läuft, habe ich hier schon mal ein bisschen was abgefüllt in ja, dieses Röhrchen. Und jetzt werde ich einmal den Alkoholgehalt mit dem Hydrometer messen. So, hier ist das Hydrometer. Hier habe ich eins mit mehreren Skalen. Einmal die Öchsel, den Alkoholgehalt und den Zuckergehalt Gramm pro Liter. Und das kommt jetzt hier rein. Das soll möglichst den Rand nicht berühren. Und jetzt pendelt sich das Hydrometer an der Stelle ein. Jetzt ist es etwas wärmer als 20 Grad. Der Wert, der stimmt eigentlich nur bei 20 Grad. Da gibt es auch eine Tabelle, womit man dann schauen kann, plus minus, aber die Abweichungen dürften da relativ gering sein. Ja, hier auf der Seite kann ich jetzt ablesen, dass hier 6,5% Alkohol drin sein sollen. Diesen Vorgang wiederhole ich jetzt noch zweimal, um das zu verifizieren. So, und beim dritten Mal ja, sind es auch wieder knapp 7%. Ja, 6% oder knapp 7% halte ich für Metwein eigentlich noch für relativ wenig, vor allem durch die Portweinhefe. Gut, vielleicht gärt er gleich noch, wenn er einmal abgezogen ist. Probieren werde ich ihn gleich auch nochmal und ja, mal schauen, wie er jetzt schon schmeckt. So, das fülle ich einmal hier rein zum Probieren und den Rest fülle ich wieder in die Gärballon. Ja, wohl sein. Er schmeckt schon wesentlich weniger nach Hefe. Aber es, ja, man schmeckt schon, dass er noch relativ trüb ist.
So, mittlerweile ist der Gärballon fast leer und der andere fast voll. Der andere wird auch schon ein bisschen heller. Ich zeige euch den nochmal. So, hier zu sehen, auch schon sehr voll, etwas heller. Und ja, diesen Schritt werde ich noch häufiger wiederholen. So, der Gärballon ist jetzt soweit leer. Unten ist noch der Absatz der Hefe und des Mehls. Und hier unten ist der andere. So, hier ist der abgezogene Wein. Den Gärballon werde ich jetzt ausspülen. Und hier drin wird es dann weiter gären bzw. noch weiter gelagert. Dazu kommt auch wieder die Gärkappe und der Gärspund drauf. So. Und dann kann das nun erstmal weiter stehen. Das war's von letztem Metmachen Teil 4. Der Wein ist abgezogen und ja, wird jetzt weiter gelagert. Diesen Schritt werde ich noch 2-3 Mal wiederholen und ihn auch weiter lagern. In ja, Zeitabständen, die ich jetzt so genau noch gar nicht weiß. Sobald sich unten was abgesammelt habe oder ich denke, erklärt sich oben etwas, dann werde ich den nochmal abziehen. Das Grundprinzip sollte damit auch erklärt sein und von den Schritten mache ich auch keine Videos. Wenn es irgendetwas Spannendes nochmal dazu gibt, werde ich natürlich ein Video machen. Die Flaschenabfüllung werde ich sehr wahrscheinlich auch nochmal euch zeigen. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugesehen habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Video.